Im 25. Jahrhundert waren die Rohstoffreserven der Erde erschöpft, verbraucht, ausgebeutet. Verzweifelt und kurz vor dem Aussterben stießen wir in die Leere des Alls vor und entdeckten dort reiche neue Welten, die nur darauf warteten, ausgebeutet zu werden. Auf der Erde drehte sich alles nur noch um diese Planeten. Es wurden Abbauschiffe gebaut, darunter die USG Ishimura, der größte und bekannteste dieser Giganten. Die Ausschlachtung der Planeten wurde zur Routine. Ihre Ausbeute hielt uns am Leben. Dann rückte Aegis 7 ins Licht der Aufmerksamkeit. Jahrhundertelang wurde seine Existenz geheim gehalten. Doch Gier und Korruption setzten sich über alle Vorsichtsmaßnahmen hinweg. Dort, vergraben unter der Oberfläche, fand man ein Artefakt. Den roten Marker. Lange verschollen und lange vergessen. Die Religion, an die ich glaubte, hatte ihren heiligen Gral gefunden. Den Schlüssel zur Unsterblichkeit der Menschheit. Der Tod ist nicht das Ende. Zumindest dachten wir das. Er brachte keine Erlösung. Nur Verderben und Leid. Der Marker brachte Wahnsinn, Mord und Chaos. Er brachte Necromorphs hervor. Jene, die von den Planeten entkommen konnten, retteten sich auf die sichere Ishimura. Wir sind Shuttle CSO4. Die Kolonie ist überrannt. Wir können nicht zurück. Das Böse von Aegis 7 kam mit ihnen an Bord. Binnen Stunden wurde es dunkel auf der Ishimura. Der Konzern sandte eine Reparaturcrew, die nach dem Rechten sehen sollte. Scheint, als hätte jeder versucht, in aller Eile zu packen. Zur Crew gehörte ein Mechaniker, Isaac Clark. Isaac, ich bin's. Der ein besonderes Interesse an der Ishimura hatte. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Ich... In der Dunkelheit fand Isaac tot. Was zum Teufel? Irgendwas ist hier mit uns im Raum. Und den roten Marker. Er war weder heilig noch außerirdisch, sondern von Menschenhand geschaffen. Und er konnte dazu benutzt werden, den Ausbruch zu stoppen. Isaac fand auch Nicole. Danke, Isaac. Ich habe immer an dich geglaubt. Die den Freitod gewählt hatte und nur eine Erscheinung des Markers war. Isaac konnte fliehen. Alles andere wurde zerstört. Drei Jahre später erwacht er in einem Krankenhaus auf der Titanstation, einer Earthgov-Metropole auf dem größten Mond des Saturns. Isaac hat überlebt, aber sein Verstand ist nicht länger sicher. Denn der Marker verändert alles. Isaac, bist du da? Kommen, Isaac! Oh Mist, tut mir leid, Isaac. Der Zeitunterschied. Nein, ich melde mich nein, später. Schon okay. Wie geht's dir? Gut. Du hattest recht, Isaac. Die Ishimura ist ein tolles Schiff. Ich bin so froh, an Bord arbeiten zu dürfen. Dann genieß es. Du weißt ja, dass sie nächstes Jahr stillgelegt wird. Isaac? Danke. Wofür?
dass du mich hierzu gedrängt hast. Ohne dich hätte ich es nie so weit geschafft. Deinetwegen bin ich dabei geblieben. Vergiss aber nicht, dass ich deshalb auch 6 Monate auf dich verzichte. Offenbar verlassen wir die Reichweite des Relais. Isaac, hörst du mich? Melde mich so schnell. Isaac! Sie waren einen Moment lang abwesend, Mr. Clark. Ich glaube, Sie wollten mir gerade von den Albträumen, die Sie haben, von Ihrer toten Freundin erzählen. Wie war doch gleich Ihr Name? Nicole. Ich wollte nicht, dass es so endet. Ich wollte dich nur noch einmal sehen. Nur einmal noch. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich immer geliebt. Ja, Nicole Brennan. Sie war medizinischer Offizier an Bord eines Abbauschiffs. Der Ishimura. Die USG Ishimura, ja. Sie war beim Abbaubetrieb auf Aegis 7. Meines Wissens brach kurz nach ihrer Ankunft die Kommunikation ab. Sie gehörten zu einer Reparaturmission, zu der Sie sich freiwillig gemeldet haben, richtig? Was haben Sie an Bord des Schiffes vorgefunden, Isaac? Sie haben etwas gefunden. Was haben Sie auf dem Schiff gefunden, Isaac? Den Marker. Hatten Sie Kontakt mit diesem Marker? Sie haben Dinge gesehen, nicht wahr? Dinge, die Sie nicht sehen wollten. Er sprach zu mir. Was hat er gesagt, Isaac? Was hat er gesagt, Isaac? Isaac! Isaac, kannst du mich hören, Isaac? Isaac, können Sie mich hören? Zena, ich habe Isaac Clark gefunden. Wiederhole, ich habe ihn. Gut gemacht, Franco. Sei vorsichtig, er ist schon lange weg. Oh ja, gut, gut. Langsam, langsam, langsam. Wir holen Sie jetzt aus dieser Zwangsjacke raus. Wo bin ich? Okay, ich weiß, dass Sie verwirrt sind. Ich kann Ihnen alles erklären, aber Sie müssen mir vertrauen, okay? Hören Sie zu. Sie sind in verdammt großer Gefahr. Okay. Das Auge
Narbe sieht schon viel besser aus. Finden Sie nicht auch? Es tut weh. Tut noch weh. Ja, ich trage Sie für eine weitere Sitzung morgen ein. Nein. Ich glaube, ich bin nicht bereit. Ich schaffe nicht noch eine Sitzung. So, dann gleich morgen früh. Erzählen Sie mir jetzt, was Sie heute gesehen haben. Kommen Sie, Strauss. Ich will Ihnen doch nur helfen. Es war schwarz. Tiefschwarz und glühend rot mit Symbolen, die mir etwas zuflüsterten. Und was haben die Symbole Ihnen zugeflüstert? Kommen Sie, Strauss. Was? Das war nur ein Splitter. Nur ein Splitter, aber er hat so vieles in meinen Kopf gepflanzt. Scheiße in meinen Kopf. Kein Platz mehr für nichts mehr. Ich erinnere mich nicht, wie sie aussieht. Die Symbole, Strauss. Was haben die Symbole Ihnen gesagt? Sie sagen, es war nicht meine Schuld. Ich habe sie nicht getötet. Sie haben das nicht verdient und ich habe das nicht verdient. Bastard. Versetzen Sie Mr. Strauss wieder in Stase und erhöhen Sie seine Dosis um 30 Milligramm. Morgen früh probieren wir es mit einer neuen Sitzung. Der Proband ist Nolan Strauss. 7158. Kommen Sie mal. Fernfiel. Ich erinnere mich an Sie. Zeitmann, sagt der Herr. Alle Hauptprobanden müssen eliminiert. Eliminiert werden. Einer mehr oder weniger. Hören Sie mir zu, Mann. Na und? Hören Sie mir Was zu. Was macht das schon? Wir können beide hier rauskommen. Holen Sie mich nur aus dieser Zwangsjacke raus. Niemand wird hier lebend rauskommen. Niemand. Tun Sie es nicht. Es gibt keine Flucht vor dem, was ich getan habe. Beruhigen Sie sich, Mann. Beruhigen Sie sich. Ihre Rick ist rot. Sie ist rot. In dem Warnspinsel sind ein Erste-Hilfe-Paket und eine Taschenlampe. Holen Sie die. Los. Nehmen Sie sie. Ich werde sie nicht mehr brauchen. Isaac, wir werden alle brennen für das, was wir Ihnen angetan haben. Clark. Isaac Clark, sind Sie das? Wer sind Sie? Mein Name ist Dana. Ich werde versuchen, Sie zu retten. Warum? Was ist los? Sie haben sich auf Aegis 7 mit einer besonderen Form der Demenz angesteckt, Isaac. Woher wissen Sie das? Woher wissen Sie das über mich? Ihre Demenz ist tödlich. Aber hier kann ich Sie behandeln und Sie wären in Sicherheit. Warum sollte ich Ihnen vertrauen? Weil ich nicht diejenige bin, die auf Sie schießt. Scheiße. Folgen Sie der Route, die ich Ihnen schicke. Thank you.
Warum helfen Sie mir? Wenn Titan sie findet, werden noch mehr Menschen sterben. Mich eingeschlossen. Nicht, wenn Sie meiner Route folgen. Hörst du, was machen? Ich schneide sie da raus. Sie? Ist das ein Gewebelaser? Ein Plasmakutter? Helfen Sie mir! Oh Gott! Scheiße! Was zum Henker machen Sie da? Scheiße! Hilfe! Ich versuch's ja! Hilfe! Ich bin ja schon dabei! Die Kreaturen kann man nur aufhalten, wenn man sie zerstückelt. Ich weiß. Ich habe darin Übung. Versuchen Sie einfach zu überleben. Danke.
Sicherheitsabregelung. Sie sollten sich beeilen. Wie könnten Sie es verpassen? Ich brauche Ihre Hilfe nicht. Mal sehen, wie weit Sie ohne mich kommen. Doch. Reden Sie mit mir. Hören Sie, Isaac. Wir müssen keine Freunde werden. Aber wir stecken da zusammen drin. Tideman ist Ihr Feind, nicht ich. Okay, ich habe eine neue Route für Sie gefunden. Gut. Wo zum Henker bin ich also? Wie konnte es zu einem weiteren Ausbruch kommen? Sie sind auf der Titanstation, die den Saturn umkreist. Scheiße! Tideman stört mein Gesicht! Yeah.
Eier. Mach uns ganz! Vakuum.
Station ist gleich hinter den Apartmentblöcken. Warten Sie. Ich will noch mehr antworten. Wie lange bin ich schon hier? 3 Jahre. Tideman fand sie in der Nähe von Aegis 7 durch das All treibend und brachte sie hierher, um sie zu untersuchen. Warum kann ich mich an nichts erinnern? Der Marker, den sie fanden, hat ein sich selbst replizierendes Signal in ihr Gehirn gepflanzt. Je länger sie wach sind, desto stärker wird es, bis es sie umbringt. Tideman gab ihnen Erinnerungshämmer, um das unter Kontrolle zu halten. Sie sagten, sie könnten das beheben. Nur wenn sie rechtzeitig bei mir sind. Bahnstation, beeilen Sie sich! Thank you.
sie? Das sind die Drogen, Isaac. Sie gaben uns Drogen, damit wir vergessen. Aber alles gut. Ich weiß nicht, wovon Sie da reden. Warum funken Sie mich an? Isaac! Isaac, passen Sie auf! Infiziert? Wie konnte das passieren? Der Marker wurde zerstört, Dana. Ich habe ihn zerstört. Wir haben einen Marker zerstört, Isaac. Die Regierung hat einen weiteren gebaut. Auf dieser Station? Warum? Es ist mächtige Alien-Technologie und Tideman will diese Macht. Gehen Sie zur Bahn. Dann bringe ich Sie zur Bahnstation Kisun Power. Dana? Verdammt.
passiert? Ich dachte, wir hätten sie verloren. Ungeplanter Stopp. Wo bin ich? Wie sind Sie da hingekommen? Warten Sie. Es ist nicht die angenehmste Route, aber sie bringt Sie zum Wohnbezirk Cassini Towers. Verdammt! Kiteman hat Ihr Signal wieder. Gehen Sie weiter. Okay. Sie sind denen sehr wichtig, Isaac. Passen Sie auf sich auf, ich melde mich bald wieder. Leben Sie noch? Wir können reden. Ich glaube, die verfolgen unsere Signale. Kommen Ihre Erinnerungen wieder? Meine kommen zurück. Die guten. Und die schlechten. Je mehr ich mich erinnere, desto mehr Schmerz. Immer wieder sehe ich die Symbole. Sehen Sie auch, Isaac? Odin. Immer wieder sehe ich sein Gesicht. Oh Scheiße, sie haben mich gefunden. Schon gesehen habe, kontaktiert mich ständig. Nolan Stross. Er war Patient im gleichen Projekt wie Sie. Ja? Warum war er dort? Was will er? Er ist ein Psychopath, Isaac. Halten Sie sich von ihm fern. Er hat seine Frau und sein Kind getötet. Ich bin vorsichtig. Evakuierungsroute.
Ein stationsweiter Notfall ist eingetreten. Gemäß des Bürgerrechts verhänge ich mit dem sofort. Dana, ich dachte, Sie bringen mich zum Wohnbezirk. Das hier sieht aber nach einem Unitology-Rekrutierungszentrum aus. Bin ich hier richtig? Ja, es gibt einen alten Wartungszugang, der Sie durch das Abfallsystem zu den Cassini Towers bringen wird. Seien Sie aber vorsichtig.
Soldaten haben mich gefunden. Sie verfolgen mich mit einer Art Kriegsschiff. Sie sind fast hier. Beeilen Sie sich. Plätze auf der Titanstation, die Titan wegen der Trennung von Kirche und Staat nicht überwachen kann. Nein, Dana, wir sollten nicht hier drin sein. Das ist der letzte Ort, an dem wir jetzt sein wollen. Isaac, mein Bruder starb, als er versuchte, sie zu retten. Das ist wichtig. Und es wird funktionieren. Ich bin in einem Schutzraum ganz oben in der Kirche. Kommen Sie dort. Thank you.
Was ist in der Kirche? Es hat die Tür aufgebrochen. Halten Sie durch. Ich versuche, alle Tore in der Gegend zu überbrücken. Hier draußen ist auch etwas. Machen. Mal sehen, was ich tun kann. Okay, sobald Sie durch sind, gehen Sie durch den Beisetzungsflügel und runter in die Krypta. Ganz wichtig ist, dass Sie nicht... Nein, nein! Ach Gott, kann es nicht stehen! Das ist Dana, es ist wichtig, dass ich was... Die Leichen gehen.
Einer? Ich glaube, ich habe den Ausgang gefunden, aber er ist verdammt hoch. Schwerkraftsteuerung ist deaktiviert. Dana? Verdammt! Keine Ahnung, ob Sie mich hören können. Sie müssen nach oben gehen. Hören Sie mich? Nach oben! Isaac, verdammt, Sie stören unser Signal mit einem mobilen Gerät. Besorgt mir die Frequenz des Störsenders. Sie haben einen Helikopter in der Nähe des Geländes. Und jetzt? Planänderung? Nein, wenn Sie wüssten, dass wir hier sind, wären wir schon tot. Scheiße, das Signal ist sicher. Folgen Sie dem Aufrufsender.
Sind Sie noch bei mir? Ich habe die Spitze der Kirche erreicht. Sie sind fast hier. Ich warte am Shuttle. Zerstören. Schließlich haben sie ihn ja gebaut. Wovon reden Sie da? Naja, deshalb brachten wir sie her. Um Marker für uns zu bauen. Um die glorreiche Konvergenz auf die ganze Galaxis auszubauen.
echt unglaublich! Geben Sie mir das Heilmittel und lassen Sie mich gehen! Oh, wir wollen Sie nicht heilen, Isaac. Wir brauchen Ihr kostbares Köpfchen genauso, wie es jetzt ist. Würden Sie Isaac jetzt zum Shuttle bringen und ihn in Stase versetzen? Er darf auf keinen Fall sterben. Thank you.